Moin. Was macht eigentlich das Werftquartier? Im Grunde genommen lange nichts mehr in der Zeitung gelesen. Jetzt bekam ich aber am 23. eine Mitteilung von der Stadt, also eine Pressemitteilung, dass mittlerweile der Flächennutzungsplan ausliegt. Ja, ausliegt ist gut, also bis zum 7.10. Blick auf den Kalender ist natürlich sportlich die Zeit. Ich würde mal sagen, ist noch zulässig, aber Bürgerbeteiligung sieht ein bisschen anders aus, weil diese Flächennutzungspläne, da könnte man schon hier und da mal ein Wort dazu sagen, was ich auch gleich machen werde. Mir fällt dabei immer für Anhalter durch die Galaxis ein. Ich habe unten nochmal das Video eingebettet. Hintergrund: die Vogonen, eine intergalaktische Bautruppe. Das sind an sich intergalaktische Beamten, haben geplant, die Erde muss abgerissen werden, gesprengt werden, weil es wird eine hypergalaktische Straße gebaut. Und die Erde steht da nun mal im Weg. Sie wollen jetzt zur Tat schreiten, teilen das den Erdbewohnern auch mit, die danach also nicht so richtig begeistert sind. Und auf Kritik teilen sie den Erdbewohnern mit, man hätte sich doch gefälligst an das zuständige Amt auf Alpha Centauri wenden können. Die Pläne lagen immerhin 50 Jahre aus. Dieses kleine Video ist mittlerweile so ein Standardvideo geworden, um Probleme der Bürgerbeteiligung klarzumachen. Es kommt einfach nicht darauf an, dass man Gelegenheit hat, um zu irgendwas zu machen, sondern es kommt darauf an, ob wirklich eine Beteiligung stattfindet. Und wenn die nicht stattfindet, haben die öffentlichen Stellen, der Staat eben eine Bringepflicht. Es ist seine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Man kann nicht einfach in der Zeitung irgendwas schreiben. Ich meine, okay, jetzt ist das ja so ein Standardverfahren nach Baugesetzbuch. An sich so eine Wald- und Wiesensache. Aber wenn ich überlege, wie zum Beispiel die Planung zur Innenstadt zustande gekommen ist, dann hat das mit Bürgerbeteiligung reichlich wenig zu tun. Dann haben wir hier wieder das Vogonenproblem. Also ich würde jetzt mal als Pause empfehlen, sich das kleine Video anzugucken, um so ein bisschen so ein Feeling dafür zu bekommen, wie sich der kleine Bürger fühlt, wenn die große Stadt Entscheidungen trifft. Auf den Seiten der Stadt sind die Unterlagen dann einsehbar. Das ist ganz interessant. Einmal als Planzeichnung. Und wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, sieht man auch noch weitere Pläne. Hier vorne, diese PDFs, die sind teilweise richtig interessant, weil man weitere Planungen sieht, wie man sich die ganze Angelegenheit so vorstellt. Was aber wichtig ist, wenn man diese Pläne mal den eigentlichen Grobepläne gegenüberstellt. Das habe ich hier mal gemacht. Ich habe unten nochmal, wer es nochmal hören will, verlinkt die Öffentlichkeitsbeteiligung, nannte sich das. Ja, diese Veranstaltung mit Melf Kranz und Kobe, wo sie das Werftquartier vorstellten, das nannten die wirklich Bürgerbeteiligung. Es ist wirklich ein Treppenwitz, was da teilweise so läuft. Okay, aber die Menschen in Bremerhaven lassen sie sich einfach gefallen und ich schüttel nur noch mit dem Kopf. Aber hier sieht man Flächennutzungsplanänderung, was geplant ist auf der linken Seite. Jetzt in dieser grafischen Darstellung, und das waren hier mal die Grobepläne. Das heißt, der grüne Finger nannte sich das, die grüne Hand. Ja, die Hand ist anscheinend in Häcksler gekommen, anders kann man das nicht sagen, wenn man links das Bild sieht. Und da die Planentwickler hatten schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Das sieht man ein bisschen an der Begründung. Da heißt es nämlich zu den Grünflächen, man hätte sie nicht anders darstellen können, aufgrund der Maßstäblichkeit des Flächennutzungsplans. Okay, stimmt auch irgendwo, heißt aber auch durch die Blume erklärt, wir haben also außer diesen paar großen grünen Flächen einfach nur kleinflächige Grünstrukturen dort geplant. Und das ist der Witz. Das heißt, wir leben im Jahr 2022. Viele Städte bereiten sich auf Klimarisiken vor. Das heißt, Extremwetterlagen, nicht nur Starkregen, im Wesentlichen auch extreme Hitze. Nur in Bremerhaven ist das kein Thema. Ich habe ja auf dieser Veranstaltung, das Video kann man auch sehen, nochmal nachgefragt, ob es eine Klimarisikoanalyse gibt. Auf die Idee könnte man ja kommen. Nein, gibt es nicht. Wir haben anscheinend die Probleme nicht. Deshalb ist das, was hier dargestellt wird als grüner Finger, ja, wie soll man sagen,
jedenfalls nicht mehr zeitgemäß. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken, weil wir brauchen in den Städten ganz andere Strukturen. Städte müssen da ganz anders aufgestellt werden, ganz anders aufgesetzt werden. Wir haben noch ein paar Jahre und da wird die Bevölkerung in den Städten Probleme bekommen, und gerade wenn solche Maßnahmen gebaut werden. Auch diesen Plan findet man bei den öffentlich zugänglichen Unterlagen der Stadt. Das sind die Petram-Pläne. Und was man da sieht, das ist eine Burg. Das hat also mit Bauen Richtung Klimarisiko, Richtung Klimawandel einfach nichts mehr zu tun. Das sind Pläne, die hätte man so vielleicht in den 70ern, 80ern planen können, vielleicht auch noch in den 2000ern. Aber jetzt geht das so nicht mehr. Wohlgemerkt, ich sehe in dem Werftquartier eine ganz, ganz große Chance für Bremerhaven, da ein Gebiet zu entwickeln. Und wenn ich überlege, was daraus jetzt von Petram gemacht wurde, er hatte mal, ich weiß nicht, ob das jetzt ein persönliches oder in welchem Rahmen das Gespräch stattfand, mal vorgeschlagen, man könnte in Bremerhaven ja mal eine internationale Bauausstellung durchführen mit richtig interessanten, jungen, frischen Ideen. Das ist weder interessant, das ist nicht frisch, das ist nicht jung. Ich habe unten nochmal die Pläne von Petram verlinkt und auch auf seine Seite mal verlinkt. Da gibt es noch einige Zeichnungen, die an sich zeigen, was da wirklich geplant ist. Das ist ein Investorentraum. Mehr nichts mit moderner Stadtplanung hat das reichlich wenig zu tun. Und Bremerhaven vertut sich da, vergibt da eine ganz große Chance. Vielleicht wird das auch ersichtlich, wenn man andere Projekte sieht. Ich habe unten mehrere Videos verlinkt. Am interessantesten fand ich im Prinzip das Video eines Projektes in Wien, der Seestadt. Okay, also ich war jetzt nicht so begeistert, wenn man gesehen hat, was da jetzt aktuell geschieht. Es ist doch sehr viel gepflasterte, verklinkerte Fläche. Aber ein Prinzip, das fand ich gut, was der Architekt auch dort beschrieben hat, dass man langsam an dieses Projekt rangeht. Es ist natürlich eine große Fläche, ähnlich wie das Werftquartier. Und man versucht gar nicht erst, alles bis ins kleinste Detail irgendwie durchzuplanen, auch der Investoren zu lassen. Wien baut ja eben sehr viel mit Genossenschaften, sondern versucht auch herauszufinden, wie nehmen die Leute das überhaupt an, was dort gebaut wird. Das heißt, wie entwickelt sich so ein Stadtteil? Und deshalb versucht man erst einen kleinen Bereich zu bebauen, guckt, wie sich die ganze Sache dann entwickelt und baut dann weiter. Und das wäre an sich eine Sache, die hätte ich mir beim Werftquartier gewünscht. Tja, zwei Sachen vielleicht noch. Also, was mir bei der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung aufgefallen ist, waren an sich zwei Sachen. Und zwar sagte Claudius Kamierziak, es legen wohl neue Überlegungen vor bezüglich der Nachhaltigkeit. Momentan ist das Werftquartier nicht nachhaltig. Man macht sich viel Gedanken über die Energieversorgung der Gebäude. Aber das ist nur ein Teil der Nachhaltigkeit. Man macht sich keine Gedanken über die Baumaßnahmen als solche, wie man CO2 kompensieren kann, was durch diese Baumaßnahmen freigesetzt würde. Wenn es da neue Überlegungen gäbe, zum Beispiel eine Zertifizierung nach der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die wurde ja ausdrücklich ausgeschlossen, diese Zertifizierung, würde ich mich freuen. Die zweite Sache, an sich die interessantere, die kam von Seiten der CDU. Ich werde ja noch richtig Fan. Und zwar war das eine Anfrage mit dem Inhalt, die Stadt möge sich doch bitte erklären, woher eigentlich die 6.000 Einwohner, die für das Werftquartier eingeplant sind, kommen sollen. Und das ist eine zentrale Frage. Weil welche Gründe sollte ich haben, nach Bremerhaven zu ziehen? Nur die Wohnsituation, Werftquartier, die ist es sicherlich nicht. Das wäre naiv, daran zu glauben. Weil ich habe unten noch Bilder von Hafenquartieren in Münster und in Offenbach verlinkt. Und was dann auffällt, die Dinger, die sehen überall gleich aus. Das sind überall die gleichen Kästen, Ideen und fantasielos. Und die gleichen Kästen setzen wir hier in Bremerhaven genauso um. Also was soll ich nach Bremerhaven ziehen? Das macht ja keinen Sinn. Da kann ich genauso gut nach Münster ziehen oder nach Offenbach ziehen. Und gerade, was mir so ein bisschen aufstößt, ist die Tatsache, dass wir Forschungsinstitute vor Ort haben. Wir werden mit dem Klimahaus in Verbindung gebracht, mit der Polarstern, mit Antje Boetius. Aber das spielt in der Stadtpolitik absolut keine Rolle.
Ganz im Gegenteil. Die jetzige Koalition aus SPD, CDU und FDP tut wirklich alles, um gegen diesen Ruf als Klimastadt anzuarbeiten. Ganz, ganz vorne eben der Verkehr. Und man muss nicht abwarten, bis es einen Verkehrsentwicklungsplan gibt. In der Sitzung wurde noch von 24 Monaten rumgesponnen. Aber das wird ein spezieller Cast von mir. Zusammenfassend denke ich mir, dass Bremerhaven momentan Chancen verspielt. Das Wehrquartier muss jung, es muss viele Ideen eingebracht werden, man sollte es langsam entwickeln, zusammen mit vielen jungen Architekten, die jetzt 2022 Architektur aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen, anstatt die Pläne, die ich da momentan vorliegen hat, typische Investoren-Entwicklungspläne. Das heißt, die Dinger, die liegen teilweise so wahrscheinlich in den Schubladen, dass man sie rausholt und umsetzt. Die Nervosität der Beteiligten, dass es schnell zum Bau, zu einer Bauleitplanung kommt, zu Baugenehmigungen, die spricht auch dafür, dass man ganz schnell noch Pflöcke einsetzen will, bevor die Zeiten sich ändern. Und die Zeiten ändern sich. Die werden sich politisch ändern. Solche Maßnahmen werden in ein paar Jahren überhaupt nicht mehr umsetzbar sein. Und die Menschen in Bremerhaven, mein Gefühl, die sind schon längst aufgewacht. Das hat die Politik, die Koa, vielleicht auch gar nicht so mitbekommen. Aber sie haben die Nase voll, gestrichen voll. Vom Verkehrs, von der Verkehrssituation, aber auch, dass Klima absolut keine Rolle spielt. In den Parteien rumt es auch. Bei der SPD werden jetzt die gleichen alten Gesichter, die selbst ich schon kenne, werden wieder nominiert, bei der CDU auch. Aber da rumort es auch. Auch in der SPD sind viele Leute, die ich kenne, die auch die Nase voll haben, dass diese Themen einfach weggedrückt haben. Wir brauchen wieder Städte für Menschen. Und das Verhältnis zwischen Stadt und Menschen, sprich Bürgerbeteiligung, Partizipation, das muss sich ändern, das muss sich schnell und muss sich dringend ändern. Die letzte Wahlbeteiligung war, und ich weiß immer darauf hin, 48%. Und man darf sich nicht wundern, wenn die Leute sich von der Politik abwenden. Und da muss dran gearbeitet werden. Und da gehören solche Sachen wie das Wehrquartier, die Planung zum Wehrquartier, wie sowas umgesetzt wird, eben dazu. Ich will da keine Ronzelengruppe in der Zeitung sehen. Ich will aktive, junge Menschen, junge Architekten sehen, die sich darum bemühen, frische Ideen, die zusammen mit den Bürgern entwickelt werden, mit den Menschen in der Stadt, die da leben wollen. Unter Umständen sollte man sich da ein bisschen nach Wien richten und nicht immer nach Kopenhagen. Kopenhagen ist keine nachhaltige Stadt. Das ist ein Irrtum. Kopenhagen ist menschenfreundliche Stadt. Aber Nachhaltigkeit, das kommt selbst in Kopenhagen vielleicht so langsam an. Oslo ist da vielleicht eine andere Sache. Da könnte man sich mal drum bemühen. Aber das sind jetzt Fantasiesachen, ist ein langer Weg. Und ja, okay, that's all.